Der Dienstag. Dass die Benennung unserer Wochentage auf Götter oder auf Himmelsgestirne zurückzuführen ist und eine Erfindung der Babylonier war, habe ich bereits beim Montag erwähnt. Erwähnt habe ich auch, dass die Germanen auf einem Umweg über die Römer diese Regelung übernahmen. Und so weihte man den damals noch dritten Tag der Woche, unseren heutigen Dienstag, dem Gott Siu oder Tyr, wie er in einigen germanischen Sprachen auch genannt wurde. Von der ersten Erwähnung im Althochdeutschen als Tystagre geht die Entwicklung über das althochdeutsche Ziustag, im Mittelhochdeutschen zu Ziestag bis hin zu Martin Luther, der ihn letztlich Dienstag nannte. Allerdings damals noch mit einem I geschrieben und seither ist nur noch das E hinzugekommen. Wer nun aber war dieser Zio oder Tyr, wie er auch genannt wurde, dem dieser Tag geweiht ist? Er war der Sohn des germanischen Göttervaters Odin, im Südgermanischen auch Wotan genannt, und seiner Lieblingsfrau Frigg. Und nach alten Sagen war Zio selbst ein großer Kämpfer und galt unseren Ahnen als Beschützer aller tapferen Männer und Krieger, obwohl er als Mann nur noch eine Hand hatte. Seine rechte Hand hatte er bereits in jungen Jahren eingebüßt, als die Götter den vermeintlich bösen Fenriswolf bezwingen wollten. Fenris, das war ein Wolfsrüde aus der Nachkommenschaft der Wölfe, mit denen sich Odin umgab. Als dieser Wolf heranwuchs, wurde er fast doppelt so groß wie seine Geschwister, die mit ihm in Asgard, der Heimstatt der Götter, lebten. Die Götter fürchteten sich vor ihm und mieden ihn. Einzig der junge Zio spielte mit ihm und wurde ihm zum Freund. Die anderen Götter versuchten mehrmals, den Wolf an eine Kette zu legen, doch seine Kraft war so groß, dass er auch die stärksten Ketten sprengte. Nun musste ein Zauber her. Bei den Zwergen gaben die Götter eine Kette in Auftrag, die so stark war, dass keine Kraft der Erde sie je zerreißen konnte. Mit einer List lockten sie den Wolf zunächst auf ein Schiff und später auf eine einsame Insel. Sie ahnten allerdings, dass sie es nicht schaffen würden, den Wolf mit dem neuen Teil zu binden, und so wandten sie eine weitere List an. Der Wolf sollte beweisen, dass er wirklich der Stärkste von allen sei, indem er sich selbst mit dieser Kette fesselte und anschließend daraus befreien sollte. Die Götter sprachen selbstverständlich die Sprache der Tiere und sie sagten ihm, dann wollten sie ihn als den Stärksten anerkennen. Fenris wurde aber misstrauisch und so bot man ihm an, sein Freund Zio könne ja die Hand als Beweis des Vertrauens in sein Maul legen. Der Wolf ließ sich dann darauf ein und als er anschließend vergeblich versuchte, sich zu befreien, büßte der junge Zio eigentlich mehr aus Versehen seine Hand ein. Ja, so war das damals, und nachzutragen wäre noch, dass sich der Wolf nach langer Zeit dann doch befreien konnte und an den Göttern schwere Rache nahm. Damit begann die Götterdämmerung und auch die Zeit des Zio endete damit, aber das ist bereits eine andere Geschichte. Geblieben ist der Name, wenn auch inzwischen stark verändert. Sogar ein Aberglaube, den Dienstag betreffend, der ist verloren gegangen. Noch bis in die Zeit unserer Väter reichte der Handwerkerbrauch, eine neue Arbeit auf keinen Fall an einem Dienstag zu beginnen. Den alten Spruch, dem Dienstag fehlt die rechte Hand, den kennen nur noch wenige. Im jüdischen Glauben ist der Dienstag allerdings ein Glückstag. Gut für Geschäfte aller Art. Ja, so ist das. Andere Religionen bedingen eben doch andere Sitten.